Hallo meine lieben Dorfvorsteher und willkommen zurück beim kleinen Ründchen mit Evil Dynasty. Ja, in der letzten Folge haben wir ja mal Quests angenommen, wodurch wir recht fix wieder vorangekommen sind. Eine Quest müssen wir noch abschließen. Ich habe jetzt, wie gesagt, auf dem Weg hierher 19 Bäume schon mal gefällt. Die liegen leider jetzt überall so ein bisschen drum. Muss ich mal irgendwann, wenn ich die Zeit finde und die Zeit habe, mal einsammeln. Hat man jetzt ein bisschen herumgespickt. Wir haben übrigens auch nochmal hier Landwirtschaftspunkte bekommen. Ich überlege nur gerade, wann, wo, wie, weil ich habe ja gar keine Felder mehr angesetzt. Ich habe nur Tiere hier unsere Eselchens gefüttert. Na egal. Wir haben nochmal, wie gesagt, 2 Punkte bekommen, was sehr schön ist. Da habe ich mir überlegt, komm, können wir ja 2 Punkte hier dann, dass das Tierchen nochmal mehr tragen kann, machen. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, nochmal 2. Da würde ich nochmal hier einen hineinpacken und dann wahrscheinlich hier nochmal einen rein. Das wird dann reichen. Das ist dann okay. In der Technologie übrigens, guck mal, die Damen und Herren hier aus dem Dorf, die leisten richtig krasse Arbeit, ne? Also, das ist ja hier Rohstoffe gewinnst und Gebäude baust. Rohstoffgewinnung haben wir ja. Wir machen ja Ton und Kalkstein, Holz und ja. Rohstoffgewinnung ist damit auch die Land. Die Landwirtschaft dürfte ja nicht damit gemeint sein, oder? Wenn du die aberntest? Weiß ich jetzt leider nicht. Aber wir sind auf jeden Fall schon bald bei der Mine. Darauf freue ich mich, insbesondere dann auch wegen diesen beiden Sachen hier. Weil wir dann ordentlich die Mäuerchen bauen können, diese Steinmäuerchen für die jeweiligen Bereiche, damit sie dann ein bisschen ihren kleinen Gartenbereich haben. Und die Laternen, um ein bisschen Licht ins Dunkel hier ins Dorf zu bringen, das wird dann schon ganz cool werden. Hier ist immer noch, ja, okay, Überlebenstechnik geht jetzt auch gerade, glaube ich, gar nicht, weil unsere Dame weg ist. Wir haben jetzt nur jemanden, der fischt, wobei wir haben noch, ja, Jäger und die jagen übelst viel. Ja, egal. Jetzt als nächstes, wir müssen jetzt noch einen Baum fällen, dann kriegen wir übrigens unseren Fersch. Ich würde dann überlegen, ob wir auch schon mal wieder 2 aufbauen dann gleich, wo wir dann unsere Schafe und unsere Ziegen haben. Die Ziegen könnten wir sogar heute dann besorgen, sollten wir dann auch vielleicht machen. Und Produktion könnten wir, wenn wir Glück haben, heute auch noch kriegen. Wenn die Jungs und Mädels da fertig werden, haben wir vielleicht heute noch die Werkstatt. So, lange Rede, kurzer Sinn natürlich. Wir müssen einen Baum fällen. Ich denke, hier will ich gar keinen fällen. Ich finde die meisten Bäume hier wirklich super attraktiv hier drin. Ne? Gehen wir mal vor das Dorf kurz. Vor der Dorfgrenze und fällen da mal fix einen Baum. Ich glaube, das ist am einfachsten. Ja. Da kommen wir jetzt ja gar nicht mehr so einfach durch. Nee, dann laufen wir mal drumherum. Ach, schön, ach, schön. Bin schon richtig gespannt, wie jetzt die letzten Reste von diesen neuen Dingern werden jetzt, wenn wir die sozusagen freigeschaltet haben hier. Die Pferde, die den Kuhstall und so weiter. Bin ich ja mal wirklich gespannt. Du bist noch jung, du kannst noch ein bisschen wachsen. Komm, machen wir den hier weg. Ich fällt den jetzt auch erstmal nur, dass wir die Punkte bekommen. Dann, warte mal. Bin ja auch Schlaumeier, wa? Könnten wir schon hier brauchen, die beiden Holzstämme, weil wir ja auch für den Fersch natürlich was brauchen. So, Tierhaltung, Fersch. Wir brauchen 10, also insgesamt noch 18 Holzstämme. Da können wir beide ansetzen. Bin auch der Meinung, dann gleich mal gucken, wo war das machen. Soll ja hier in diesem Bereich würde ich das gerne machen. Wir sollen dann hier so ein bisschen oben dann sozusagen laufen und die das Mäuer, also die Palisade werde ich dann hier so entlang ziehen, da hinten so, wo der blaue würde ich schon sagen, wo der Punkt ist. Und das ist dann hier kurz vor dem Gebirge dann sozusagen langläuft. Dann haben die hier diese Fläche für sich zum Grasen und können dann trotzdem ja ins Dorf so ein bisschen kommen, aber auch ein bisschen weiter weg vom Dorf. So, dann brauchen wir aber, 18 Holzstämme. Dank des Rucksacks können wir jetzt ja auch wieder eine ganze Menge mehr tragen, ne? Da. 18 sagten wir, ne? 45 Kilo und wir haben noch Platz, das ist toll. Gib mir mal Holzhämmerchen und Holzhämmerchen. Ich danke dir. So, auf die 3 und let's go. Ja,
Nö, machen wir denn die beiden auf jeden Fall fertig. Und ich glaube, in Deneka, recht hier bei unseren Nachbarn, gab es dann ein paar niedliche Zicklein. Und die sollten wir dann auch gleich mal dann ins Dorf holen, damit es hier dann auch weitergeht. Und dann müssen wir da schon wieder langsam ein Haus ansetzen, weil wir dann auch jemanden brauchen, der sich um unsere kleinen Zicklein kümmert. Guck mal. Das sieht cool aus. So. Ha. Könnte man eigentlich hier so richtig schön so, dass die ein bisschen schattig dann haben? Zu uneben. Ach, schade. Ja, 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 ja. Kann ich den nicht hier reinstellen? Das wäre doch... Ah, ist ein knappes Tickchen. Oh, warte, warte, warte. Da habe ich das gehabt. Ja. So. Errungenschaft freigeschaltet. Weiler. Ach so, weil wir das nächste Haus dann haben, oder wie? Könnte sein. Schade. Hier hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass man dann auch irgendwelche schönen Rezepte freischalten könnte. Das wäre cool. So, ich bin mal gespannt, ob wir die Werkstatt noch haben. So, hier haben wir Fersch Nummer 1. Aber wir wollen ja gerne gleich 2 haben, hatten wir ja gesagt. Wohl müssen wir mal gucken. Wobei ich sie nicht irgendwie so sehr trennen möchte, ne? Mal, es würde doch eigentlich auch gut passen, wenn man die so ein bisschen in der Nähe baut. Ja, 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 ja. Nein, du hattest doch gerade. Da. Sehr schön. Genau. Dann haben wir hier die Schafe und hier die Ziegen. Die können dann hier immer schön raus und haben sie genügend Fläche hier zum Laufen. Hier dahinter baue ich dann, wie gesagt, den Wall dann ein bisschen noch, den Palisadenwall hier hinten noch weiter. Und die Kühe, hatte ich mir dann überlegt, werden dann hier in dem vorderen Sektor noch ein bisschen platziert. Dann können die Kühe hier auch noch grasen und haben dann aber trotzdem offen nach unten hin zum Dorf. Aber auch genügend Platz und frei. Weil ich will die nicht wirklich so einfärschen. Ich hatte am Anfang zwar mal überlegt, aber boah, reicht, wenn wir die Menschen einfärschen. Das ist immer am wichtigsten, damit sie ihre Grenzen da haben. Aber die Tierchen, die brauchen keine. Können sie ruhig so ein bisschen vermischen, so ein bisschen durcheinander laufen. Finde ich dann viel angenehmer. Aber warte mal, was brauchen wir denn eigentlich? Wir brauchen ja Stroh wieder, wa? Eieiei, jemini, jemini. Und ein paar Holzstämme. Stroh, Holzstämme und Stöcker. Holzstämme brauchen wir bestimmt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 26 Holzstämme brauchen wir. Holen wir erstmal die 26 Holzstämme. Oder die Dächer werden als jeweils eingenommen. Also entweder mal 26... 24, 22. Ja, das ist jetzt die Frage. Weil du ja dann bei jedem 2 wegnimmst. Wollen wir mal Risiko gehen und sagen 22? Ja, aber können wir mal sagen. Komm, wir machen 22. 22 Holzstämme. Ich glaube, das ist wieder 1 jeweils. Glaube ich. Weil es wäre doch ein bisschen arg viele Holzstämme dann drin. So, Stroh haben wir. Eieiemene. Nehmen wir mal Stecker. Oh. Na egal, das kriegen wir hin. Ah ja, Stecker muss ich ja mal wieder selber sammeln. Voll vergessen, dass ich ja das schon wieder ausgeschaltet habe. Die sammeln ja gar keine Stecker mehr. Ach, ist nicht schlimm. Stecker kann ich ja hier recht gut vor der Türe sammeln. Mache ich dann einfach mal wieder in der Nacht- und Nebelaktion. Dann laufe ich einfach mal hin, sammle ein paar Stecker, pack die wieder rein. Finde ich aber auch schade, warum man das unbedingt nur mit Stöcker macht. Man könnte das schöne Fersch auch schön so mit ein paar Holzbrettern machen. Würde doch viel schöner aussehen. Holzbretter außen herum, schön um ein paar Holzbretter. Wodurch die dann das noch ein bisschen wärmer, finde ich, haben als so jetzt gesehen. So, dann bauen wir mal los. Weil ich würde die gerne schon drin haben. Und dann würde ich gerne unsere süßen Ziegen holen. Das wird dann schon ganz cool. Darauf habe ich schon Lust. Müssen aber diesmal gleich die Futterschüsseln, Futtertröge hier füllen, damit wir dann da Ruhe auch haben. Stroh kriegen wir dann, glaube ich, gleich, wenn wir mal wieder ein bisschen, ich weiß gar nicht, Weizen haben wir eine ganze Menge bekommen. Wenn wir Weizen dreschen, kriegst du ja auch wieder Stroh raus, ne? Ja. Dies machen wir dann gleich. Ah, herrlich. Bin schon richtig froh, wie weit wir gekommen sind eigentlich, ne? Also vom Aufbau, huiuiui, da war der FPS. Hängt da wieder. Ich verstehe manchmal nicht. Der bricht manchmal einfach völlig unbegründet ein. Also einfach aus dem Nichts. Bumm, runter. Brauchen Sie Kündchen und dann fängt er sich wieder. Ist aber auch wirklich nur hier bei Medieval Dynasty.
Ansonsten ging es eigentlich. Jetzt bei Elex hatte ich das nicht so, es sei denn, die Platte war ein bisschen voll von den Videoaufnahmen. Ansonsten ging es eigentlich. Aber hier... Warte mal, so, pass auf. Ah, Mist. Risiko, ja, ja, Risiko. Risiko für Popo. Das war für ein Popo, verdammt. Also war doch... Ja, okay. Dann habe ich jetzt 4 Holzstämme zu wenig, aber ist ja nicht schlimm, da ich ja auch gar kein Stroh habe. Das heißt aber... Boah, 64 Stroh, ne? 64 Stroh brauche ich. Oh, warte mal. Wie viel hatte ich denn jetzt da gehabt? Ich glaube, ich hatte 20 Stroh gehabt. Ne? Also brauche ich nochmal 44 Stroh, muss ich 44 Weizen dreschen. Ah, das kriege ich schon hin. Ah ja, gut, oben die Bedachung komplett leer, weil 4 Stämme fehlen. Genau. Passt. Bin mal gespannt, ob wir die Schmiede heute noch fertig... die Werkstatt noch mal fertig kriegen. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen... Häuser dann jetzt ansetzen, die Tage auf jeden Fall. Das fehlt. Die Häuser. Da brauchen wir nämlich Leute für hier, Leute für dort. Warte mal. Ich hatte jetzt nichts mehr, ne? Genau. Wir haben jetzt 4 macht, 32, 64. 64 Stroh, die wir benötigen. 64 Stroh, 4 Holzstämme. Und das war's dann. Danach gehen wir die Ziegen holen eigentlich. 2 oder 3, je nachdem, was er da hat. Aber nur die Kleinen, dass die bei uns aufwachsen, dass sie sich daran gewöhnen, dass die dann uns sozusagen kennenlernen in dem Sinne. Und ja... Die Story müssen wir auch mal noch. Das ist eigentlich gerade jetzt wieder. Du hattest zwischendurch, wo du gar nichts hattest, so, ne? So, boah, es ist irgendwie keine Punkte, kein gar nichts, es läuft gerade nichts. Und jetzt hast du wieder so, kriegst das ganze Gebäude, willst die ganzen Tierchen, brauchst die ganzen Leute und aber du willst die Geschichte noch ein bisschen. Das ist dann. Das ist schon schön eigentlich, finde ich. Finde ich immer am angenehmsten, wenn du zu viel zu tun hast, weil dann. Ja. Geht auch so ein bisschen. Wie im normalen Leben, dann, wenn du zu tun hast, vergeht die Zeit dann auch irgendwie ein bisschen. Ich finde es immer am anstrengendsten im Leben, bin ich ganz ehrlich, wenn die Zeit dann irgendwie gar nicht verrinnt. Wenn du wirklich da sitzt und eigentlich nicht weißt, mit dir anzufangen, komm, wir nehmen mal schon mal. Ist ja wieder hochgerannt. Achso, weil ich die Seiten gewechselt habe. Ah, Hilfe. So, nimm mal schon mal 4 Holzstämme mit. 4 Holzstämme. Und. Leinen müssen wir ja auch nochmal. Dreschen, aber da gibt es ja dann nichts. Roggen? Hm. 21 haben wir. Okay, 21. 64 brauchen wir, also brauchen wir noch 43. 43. Ach komm, machen wir mal 43 Weizen. 43 Weizen. Genau, gehen wir mal 43 Weizen kurz nämlich dreschen, um das Stroh dann zu bekommen und dann können wir wieder loslegen. Ja, die kochen wieder. Hm, man duftet förmlich Leckerinski. Ach stimmt, guck mal. Es ist immer noch cool, dass die die Felder schon wieder vorarbeiten für die nächste Zeit. Finde ich immer voll toll. Boah, da haben sie aber noch ganz schön arg zu tun, wa? Ach ja, ich habe gesehen, ne? Die haben schon hier abgeerntet. Aber erntet man die nur einmal ab oder mehrfach in der Jahreszeit? Ich muss dahin, ne? Weizen. So, hauen wir mal fix durch. Sind ein paar Sekündchen. Können wir zusammen machen. Entschuldigung. Genau. Wir machen das jetzt fertig. Bauen die beiden Dinger fertig. Holen, nimm schon Tierfutter mit hoch. Können wir die dann schon gleich füttern. Und im Anschluss werden wir dann die 3 Zicklein mal holen. Und dann passt das eigentlich schon. Ah, herrlich. Dann wird das doch immer größer. Aber dann brauchen wir jetzt auch wirklich mehr Leute. Insbesondere im Bereich Farm. Dass wir die Tierchen auf jeden Fall unterhalten. Wir brauchen ja noch welche für unser Eselchen. Dann oben für... oh, wir sind schon fertig. Dann oben für die Zicklein und für die Schafe dann. Das sind ja schon mal 3. Und ich glaube, hier können wir auch nochmal 2. Da sind wir schon bei 5. Das ist nicht schlecht. Also, wir haben wirklich eine ganze, ganze Menge zu tun eigentlich. Leute daran zu kriegen. Also da müssen wir wirklich noch ein bisschen was arbeiten. So, 64 habe ich. Die packe ich mal rein. Tierfutter. Tierfutter. Wo bist du? 153 noch. Ich glaube, wir müssten bald mal wieder anfangen, Tierfutter zu besorgen. Zu machen.
Was hat man Tierfutter gemacht? Das muss ich mir auch nochmal angucken. Und gab es nicht mal eine Königsquest? Irgendwie war es, dass ein König da irgendwas wollte oder irgendein Schreier vom König oder irgendwie sowas in der Art? Oder muss ich da irgendeine Voraussetzung erfüllen? Das würde mich ja mal interessieren. So, auf erstmal Stroh rein hier. Holen wir mal das Stroh rein. Und dann geht's weiter, wa? Ach, ja. Ich muss mal gucken, dass ich dann schaue, vielleicht lasse ich dann mal 2 Tage so durchlaufen, wo Holzstämme einfach besorgt werden. Und dass ich die Palisaden dann soweit mal aufsetze, dass wir dann weiter vorankommen. Also ich würde schon gerne die Palisade. So, gucke mal. Das ist fertig. Das ist cool. Aber wie gesagt, ich verstehe nicht, warum man das hier nicht auch verändern kann, dass man sagt, hier kommen, wir packen euch ein paar Bretter hin, dass es noch ein bisschen gesicherter ist und so. So, ich habe 50 eingepackt, auf 100 gefüllt. Oh! Ach du Heilige. Okay. Verdammt. Also du brauchst 50 für ein Full. Also müssen wir wirklich jetzt gucken, dass ich Tierfutter mal angehe. Können wir ja gleich, wenn wir unten langlaufen bei der Scheune, mal gucken. Dass wir schauen, welche Materialien wir nutzen müssen. Und dann bereiten wir das auch schon mal wieder vor. Weil wir ja oben die Bockbox und die Oink Oink, die werden ja schon versorgt. Und unsere Gustavs, die kassieren ja auch schon die ganze Zeit Tierfutter ab. Da müssen wir auf jeden Fall nachproduzieren jetzt mal. Ja, ja, Tierfutter, Tierfutter. Ich bin auch am überlegen, ob ich dann wirklich nochmal eine zweite Scheune baue. Vielleicht nur eine 1er-Scheune. So hier im Außenbereich. Die dann nur zur Herstellung dann dient. Da brauchst du ja dann nur 4 Leute und die stellen dann zum Beispiel die Dinge dann her. Das bin ich halt noch ganz arg am überlegen. Guck mal, hier haben wir noch einen Holzhammer, den kannst du mal wieder reinpacken. So. Tierfutter haben wir nämlich jetzt nicht mehr so viel gehabt. Wa? Wir haben doch 150, dann haben wir nur noch 50 Tierfutter. Okay, ich lasse den einmal offen und jetzt mal nach, was ich da machen muss. Und dann holen wir jetzt gleich unser Zicklein. Tierfutter, ne? Hier. Hafer und Roggen. Warte mal, Hafer? Hafer ist doch aber erst ausgesät, ne? Ah, stimmt. Das ist erst in der nächsten Jahreszeit dann. Eieiei, ich überlege dann echt, ob ich noch ein Haferfeld aufbaue. Hab ich dann noch Hafer? Haferkorn noch 43. Hafer, Hafer. Da könnten wir 43 aber herstellen nur. Das ist recht wenig. Warte mal, Roggen. Wie sieht es mit Roggenkorn eigentlich aus? Roggen haben wir genug da. Das ist jetzt nicht die Problematik. Aber Haferkorn. Um halt auch über eine ganze Weile Tierfutter zu haben, glaube ich, müssten wir gucken, dass ich noch mehr Hafer besorge. Dann setze ich nochmal zwei Haferfelder an. Weil ich möchte, dass es den Tierchen auch gut geht. Würde ich nochmal 2 Haferfeldchen anpflanzen lassen. Oder? Vielleicht doch hier rein. Na, ihr Hübschen? Na, Sancho, wie geht's dir? Mein treuer Begleiter. Bald, wenn du groß genug bist, dann legen wir los. Dann reiten wir gegen Windmühlen, ne? Da habe ich Talent dafür. Das kriege ich hin. Wollen wir... Guck mal, das würde nicht passen. Wenn ich jetzt das hier dann da hinten nochmal hinpacke, das wäre zu weit. Wäre noch weiter? Nee, dann müsste ich überlegen, ob ich doch in die Richtung... Oder ich würde sagen... Aber wir haben ja hier, das sind ja 100, 200, 250 Leinen. Wenn sie das Feld leer haben, überlege ich, ob wir dann hier draus Hafer machen und da drüben nochmal Roggen. Also noch ein Hafer und ein Roggenfeld rein, um Tierfutter dann auch dann natürlich selber stellen zu können. Das wäre dann am sinnvollsten. Gut. Nichtsdestotrotz habe ich noch Sachen in meiner Kiste zum Verkaufen. Jetzt kriege ich wieder Hunger.
könnte ich was essen, aber war schon zu spät. Morgen wieder. Oh ja, komm, nehmen wir die noch mit. Die haben wir noch da. Dann verkaufen wir sie. Gehen wir rüber nach Denika. Und ich glaube, die Schiefchen waren Branika oder Baranika. In einem von beiden, glaube ich, waren die Schäfchen gewesen. Wenn wir schauen, das Schaf mal besorgen. Hat meine Tochter, eigentlich mein Sohn vorher, dann meine Tochter, die haben sich das immer gerne angeguckt, schauen, das Schaf. War ganz niedlich. Besser als so eine SpongeBob-Serie und so. Ach ja. Obwohl, ich sag mal, ist ja sowieso ziemlich kontrovers, was da mal mittlerweile für Themen sind. Man hat sich ja extrem darüber ausgelassen, über Tom und Jerry zum Beispiel. Damit bin ich ja groß geworden. Tom und Jerry, das war ja einfach mal spitzenmäßig, die Maus und die Katze. War immer wieder herrlich anzuschauen. Und wurde sich dann irgendwann darüber beschwert, dass das zu aggressiv sei. Obwohl man eigentlich mit dem Cartoon ja schon darstellt, hallo, das ist nur eine Fiktion, du verstehst das, und wenn man es dir erklärt, dann hast du es auch noch im Kopf. Und dann hat man aber später dann angefangen, solche Serien wie SpongeBob, habe ich im Jugendalter, ganz ehrlich, ich habe trotzdem geguckt im Jugendalter, aber da war ich schon Jugendlicher, aber als Kinderserie würde ich das dann niemals verkaufen. Zumal ich es eigentlich von der Sache her einfach nur widerlich finde. Warte mal, Kinga, hallo, Mathilde? Was macht ihr denn? Es ist 15.09 Uhr. Was? Kinga? How is life treating you? Whatever you need, I've got it. Ja, eigentlich ganz gut. Ich... See you soon. Ja, bin... Bam, Powernap. 100 Pro, die wussten schon, wie es funktioniert. Kann ich jedem nur empfehlen. Oh, na, mein Hübschen? Ja, ihr kommt mit. Ja, du auf jeden Fall. Oh, warte mal, das sind 1200, 2400, 3600. Ey, haben wir noch 10.000 Schäkel. Machen wir. Ihr seid gekauft. So, pass mal auf. Tierhaltung Fersch. Es müsste der hier sein. Da hatte ich den Futtertrog reingemacht, ne? So, Nummer 1. Nummer 2 und, ach, komm mal mit, mein Kleiner. Nummer 3. Hä? 0,25? 0,5? Das ist wieder der Jüngste, wa? Das ist wieder der Jüngste. So, guck mal, Hühner. Wir, die beiden Hände haben wir ja gekauft. Wir haben nochmal zwei Hühner und einen Hahn. Den Hahn werden wir erstmal verkaufen. Wir machen erstmal nur die Hühner an sich, weil einen Hahn brauchst du ja nicht so viele. Die hatten wir auch alle gekauft. Hier ist noch niemand Neues. Hier ist ja auch noch nichts Neues. Und okay, gut, der ist auch 0,5. Das passt ja. Hier, unser Esel ist noch recht klein. Da müssen wir noch eine Weile warten. Aber gut Ding will Weile haben, sage ich immer. Und das passt ja dann auch, ne? So, hier hatten wir ja auch jemanden gehabt, der... Genau. Radovid. Radovid ist auch aus dem Witcher-Universum rübergewandert, oder was? Ja, ist wie unser Sohn. Mr. Saroa. Nur unser Sohn hat bessere Werte als du. Voll auf die Werte abgestimmt. Ach, je, ey. So, so, jetzt haben wir die da im Dorf. Wie sieht's denn nun aus? Ich dachte, dass ich heute noch vorstellig werden kann, die Werkstatt. Ist wieder wie das letzte Mal wahrscheinlich. Wieder hapert an den Produktionspunkten. Das sehe ich schon. Na gut, dann haben wir für die nächste Folge. Ich überlege gerade, ob ich für die nächste Folge nochmal die Häuser vorbaue. Die Häuser vorbereiten. Wir haben eine massive Anzahl von Steinen, wir haben eine massive Anzahl von Brettern, dass ich die wieder jetzt dann hinbaue schon, die nächsten zwei Häuser. Und dass wir dann auf Mitarbeiterschau gehen, um da dann schon mal, hier vorne haben wir ja jemanden, der könnte dann für unsere Eselchen sein und dann könnten wir noch jemanden suchen für unsere Zicklein hinten. Und hier ist jetzt, ja, hier könnten wir, müssten wir aber nicht. Erstmal. Die laufen eigentlich ganz gut, es funktioniert ja auch sehr super. Guck mal, wie weit wir schon sind. Die haben jetzt da oben den Bereich schon. Und der Bereich ist jetzt auch schon. Der ist schon weg, der wird schon wieder umgegraben, machen sie schon neu. Vielleicht funktioniert voll gut hier. Wie viel können wir denn einstellen hier? Waren noch 6, ne? Und dann beim letzten sind es dann 8.
Genau, wir könnten hier auch nochmal zwei. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin heute so unentschlossen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Übermüdet. Keine Ahnung. So, Roter Peter ist schon wieder drin. Kommt bald raus. Ihr kocht noch eine Weile, aber ich glaube, ihr seid schon durch, ne? Ne, noch kochen tut er. Aber es bringt nicht mehr viel. Ja, nö, dann sehen wir die Werkstatt in der nächsten Folge. Ist ja auch nicht so schlimm. Da können wir vielleicht überlegen, dass wir jetzt... Ja, ich bin schmutzig. Ist nicht schlimm heute. Können wir aber mitnehmen. Springen wir nachher kurz in unseren See. Ist ja schön der Sommer. Mit einer Po-Bombe rein. Und dann war es das. So, besuchen wir mal unsere neuen Bewohner. Seid ihr schon unterwegs oder seid ihr noch im Fersch? Oh, guck mal da. Ja. Da kommt es gleich raus. Das Zicklein. Ich weiß nicht, ich mag Ziegen so, wenn sie so klein sind, finde ich mal voll niedlich. Meine Tochter liebt ja alles, was an Tieren so ist. Alles, also alle süßen Kleintiere. Aber, oh, ich sag euch, wenn die eine Spinne sieht. Ey, egal wie klein diese Spinne ist, wenn meine Tochter das sieht. Oh, ich denke dann jedes Mal sonst was. Du hörst die schreien, du denkst, ach du Heilige, hat die sich jetzt verletzt? Hat sie sich wehgetan? Kommst dann an und dann hat sich oben über der Tür, das war erst vor kurzem, oben über der Tür hat sich eine kleine Spinne dann eingenistet und sie wollte dann nicht mehr rauskommen. Sie wollte dann nicht mehr rauskommen. So, wir waschen. Jetzt noch schön im Dreckswasser getrunken. Sehr lecker. Und bei mir ist es ja dann auch immer, wenn ich meine Tochter dann so schreien höre, denkst du, Herz, ist was und du rennst los und oh, da, Spinne, mach mal. Oh. Und du denkst dir noch, yep, sehr gut. Aber das hat sie von meiner Frau. Meine Frau hatte auch eine extreme Angst vor Spinnen. Ich bin jetzt, Angst jetzt nicht, aber mögen tue ich es jetzt auch nicht. Also ich bin nicht so ein Typ, eine Spinne muss mir nicht unbedingt auf der Hand sitzen. Nee, das ist dann doch schon ein bisschen, ja, nicht meins, aber da so abzuschreien und so muss ich auch nicht. Aber es ist ja auch immer, wie man das erlebt hat, ne? Also ich habe ja mal eine Geschichte noch gehört, so von Freunden, die das dann auch hatten. Die haben ja da übelste Geschichten erlebt, wo bei Oma im Dachboden dann ganz viele von denen, die rein und dann alles um sie und boah, okay, dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, Spinnen, nein, danke, brauche ich nicht mehr. Ich habe völliges Verständnis dafür. Das kann ich dann mehr als verstehen. So, pass mal auf, wir setzen noch jetzt zwei Häuser an, damit ich euch zeige, wo wir sie dann hinbauen. Und ich bereite sie wieder vor. Damit wir dann in der nächsten Folge... Ich überlege gerade, ob in der nächsten Folge dann... Ja, ich glaube, in der nächsten Folge dann können wir dann mal losgehen. Können dann neue Bewohner besorgen. Und wenn die Werkstatt ready wird, machen wir das dann andermal. Muss ja nicht alles hintereinander weg, weil die Werkstatt ist ja eh nicht besetzt. Das ist nicht so schlimm. Das funktioniert dann schon. Ich freue mich schon, wenn das Dörfchen... hier fertig ist. Darauf freue ich mich ja schon tierisch. Das wird bestimmt richtig cool. So, jetzt ist nur die Frage. Ich würde gern versuchen, so wenig wie möglich zu fällen immer noch. Ist schon mein Ansinnen, dass ich hier nicht zu viel fälle. Kannst aber knicken, ne? Guck mal, hier hast du nämlich schon. Ach, Mann, oh. Muss ich ja schon wieder. Oder ich mache hier so mal ein bisschen näher gelegen an den See. Warte mal, warte mal. Ach, zu unnehmen hier. Warte. Ist das cool? Ja, Tuna wollte ich jetzt auch nicht, weil da der Weg lang führt. Warte mal, wenn man den so setzt. So setzt man. Genau. Ist doch cool. Wenn wir nach hinten hinaus machen wir dann das einfach mal. Dann wechseln wir das einfach. Ach ja. Schlaumeier Rino hat vergessen, sich einen Bauhammer mitzunehmen. Aber ist ja kein Ding. Genau, das ist doch cool. Nach hinten, dann machen wir hier vorne, hat er dann direkt eine Aussicht völlig auf den See. Komplett auf den See gesetzt. Kann er dann raufgucken. Und hier nach hinten machen wir dann so ein kleines Gärtchen und alles drumherum und zum Weg hin dann so. Genau, hier ist dann sein Bereich. Er hat dann hier noch ein paar Blaubeeren sozusagen. Das passt. Das finde ich cool.
Und wenn ich jetzt hier noch einen reinkriegen würde, würde ich es richtig feiern. Aber ich glaube, das wird dann eher weniger werden. So, pass mal auf. Also wir haben hier den Baum, da den Baum. Ne, guck mal, da hast du da hinten den Baum schon wieder. Ne, hier muss man leider fällen. Ich überlege jetzt nur gerade, wenn ich die, müsste ich die hier wegnehmen, ne? Ja, gut, dann machen wir mal die hier weg. Und, was? Eine Schippe kann ich hier nicht mitten bauen. Doch, kann ich. Hier machen wir eine Holzschaufel, dann machen wir so von hier aus und gut ist. Hauen wir die drei Bäume hier weg. Und setzen hier dann unser nächstes Häuschen sozusagen. Das kriegen wir schon hin. So, Nummer 3. Und dann mache ich die wieder fertig bis zur nächsten Folge. Dann bereite ich sie vor. Fertig machen wir dann wieder zusammen. Wie gehabt. Dass ihr dann immer so seht, wie die Entstehung dann noch ist. Aber dann habt ihr so die Planung. Und ja, wenn es dann fertig ist. Das finde ich immer ganz angenehm. Dann kann man das immer mal sehen, wie es entstanden ist. Aber dieses Hin- und Hergeschleppe der Materialien und so, das braucht er nicht. Das tue ich dann auch keinem mehr an. Man macht das einmal oder zweimal, aber irgendwann ist das dann doch ein bisschen arg zu viel. So, jetzt aber passt du hundertprozentig hier hin. Komm, bitte, 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 bitte. Yeah. So. Genau. Ich mache es jetzt nicht mehr ganz arg so gerade. Ich will doch ein bisschen Charme hier reinspielen lassen, dass es sich auch ein bisschen ja nur mal um ein Dorf handelt, wo die Leute sich dann auch mal dann irgendwo sesshaft wurden und sich dann hingesetzt haben und da geblieben sind. Genau. Ganz einfach erklärt, dass ich das nicht andauernd ausmessen möchte. Hier werde ich aber auch den wegmachen und nach hinten hin, dass sie wieder hier natürlich... Also ich möchte immer, dass sie zum See halt vollige Beobachtung haben. Finde ich dann immer ganz cool. Weil hier, ja, okay, hier hast du dann die Holzfällerhütte. Ich glaube, hier setze ich dann auch die Holzfäller rein. Hier und dort werden das Holzfällerpärchen jeweils sein. Dann haben sie wirklich einen ganz kurzen Arbeitsweg. Das möchte ich natürlich, weil ich das auch verstehen kann. Ich würde auch mal gerne einen kurzen Arbeitsweg haben. So, ich werde jetzt, wie gesagt, das alles nochmal herkarren, die ganzen Materialien. In der nächsten Folge machen wir die Häuser fertig. Und dann siedeln wir unsere Holzfäller hierher um, in die jeweiligen Häuser. Und suchen vier Farmer, ne? Vier wären gut eigentlich. Mal schauen, ob wir das finden. Freue mich schon. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal ein Kommi, Like oder vielleicht auch ein Abo dalassen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen. Je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute. Bis dahin. Ciao.